Hallo, ich bin von mir aus hier, Andi gerettet zu Hause. Ich bin wieder da mit Chrono Trigger, wo wir das letzte Mal auch aufgehört haben. Allerdings noch nicht aufgerüstet, denn ich möchte jetzt mal ganz gerne meine Unterkunft benutzen, meine Unterkunft nehmen. Und wir werden uns jetzt The Boss des Höhle mal voll in den Arsch treten. So, den weiten Mystiker. Tod an den Jedi. Und wir haben es hier mit Hackern zu tun. Hackern ist ziemlich leicht. Man kann ihn aber bloß mit magischen Angriffen schaden. Was ich nicht lustig finde. Wenn ich jetzt einen physischen Angriff benutzen würde, würde er sofort ins Leere laufen. Wir haben aber noch eine Anti-Pirat, die mit Eis und Feuer funktioniert. Das ist schon ganz gut, aber ich glaube, die macht nicht so viel Schaden, dass man jetzt unbedingt rentieren würde, wenn sie 3 oder 1. Er kann aber auch bis Zauberangriffe, also ist ja egal. Wir machen mit dem Blitz. Mit dem Blitz kann man alles. Wahaha. 130. Er setzt auch nur bloß Blasen ein, das ist jetzt nicht gut. Er kann auch eben. Ja, er kann, würde ich gerade sagen, er kann auch andere Sachen. Also wenn ich das kriegen würde, wäre mir sofort schlecht. So. Er hat glaube ich auch um 2000 KP, keine Ahnung. Geh mal kurz heilen. Da muss. Na los, greif an. Ja, mein Gegner redet mit uns, das ist... Hoppala. Auch nicht gerade nett. Ja, wir dürfen für den Kampf auch nicht lange brauchen. Also bei einem Kampf muss ich echt sagen, dass es dauert ein bisschen mehr. Jetzt kommt eine Wasserwelle. Ah, die macht schon ein bisschen Schaden. An allen. Kann ich euch mal gleich was einfallen lassen? Scheiße. Das habt ihr jetzt aber nicht gehört. Dieses SCH-Wort. Habt ihr nicht gehört. Ganz und gar nicht. So, wartet. Und zwar Aura-Wirbel. Das heilt nämlich ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, das reicht. Nicht so viel wie ich dachte, aber naja, besser als nichts. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Gegenangriff hat Pause. Ich glaube, das hätte ich mir mal. Ich glaube, das hätte ich mal strategisch kämpfen. Mal vorher mal gucken, was jetzt passiert. Also ich glaube, ich habe jetzt ein, ja, ich habe gerade die Strategie von ihm gefunden. Naja, naja, heilen wir uns noch ein bisschen hier. ...101, ja, ja, geht bis was, ich weiß gar nicht, was das so richtig bedeuten soll jetzt. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt so angreife? Ich dachte, wir müssen mal jetzt nicht so. Der Kampf kann sich wirklich auch in die Länge ziehen, wenn er ziemlich einfach ist. Also. Gehen wir auf eine Pause, geht doch. Versuchen wir mal Feuerwirbel, mal gucken, was da rauskommt. Ich weiß nicht, ob der jetzt zum magischen oder zum physischen Angriff geht. Ah, zum physischen. Verstehe. Ich kann auch keinen. Ich kann auch nicht das, was ich haben will. Ach ja, du mit deinem Zyklonwasser, ja, du nervst. Wie gesagt, wäre echt Chrono wäre schon längst. Also am Training. Ihr seht schon irgendwie auf dem Weg. Ich bin so sehr. Na. Ich muss ihn nochmal wieder heilen. Ich sag, das ist der einzige Kampf, der sich echt in die Länge ziehen kann. Sonst hat man noch keine großen magischen Angriffe. Das ist das, was mich ankotzt. 215 Erfahrungspunkte, 10 Tech-Punkte erhalten, 1500 G erhalten. Haben wir doch gewonnen. Denn der große Markus, der vor 400 Jahren Lava zerschlug, die menschliche Rasse nur vernichtet hätte, dann wäre die Welt in den Händen der Mystiker. Halleluja.
Ja, das ist passiert. Ja. In der mittleren Ära schuf Magos Labos, der die Zukunft unseres Planeten zerstört. Wenn wir die mittlere Ära besuchen und Magos beseitigen, wird das die Geschichte verändern? Wir könnten das Tor auf Lenas Platz benutzen. Gute Idee. Hineinspringen auf jeden Fall. Und jetzt muss ich mal sagen... Nee, wir behalten sie noch. Kleines bisschen. Wir gehen erstmal hier runter. Jannis Haus. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Hier wollen wir erstmal rein. Was ist das denn? Janni und Taban haben nur hier für ihre Kinder reinzahlen. Hier haben wir heute ein... Hier, haben wir heute eingenommen. Oh, wie nett und... Ich muss mal dazu sagen, man sieht zwar ihr Beine, aber sie ist alle im Rollstuhl gefesselt. Und was das zu bedeuten hat, will ich aber nicht sagen. Es ist eine traurige Geschichte. Sehr traurig. Oh, ich komme gerade recht. Du hast eine Tama, Mister. Meine beste Stück. Die stärkste Beteiligung von meiner Tochter. Die werden wir auch gleich anlegen. Die konnte sogar ein bisschen was. Da. Geschwindigkeit plus 2 Schutz gegen Feuer. Kann man immer gebrauchen. Schade, dass es kein anderer anziehen kann, nur sie. Das ist nicht ein bisschen traurig, weil... Für Chrono eine Geschwindigkeit plus 2? Plus einen guten Angriff? Hey, das ist immer gut. Raffi! Raffi, was hab ich mir so angemacht? Ich hörte von einer Verurteilung. Hör auf, mich zu ängstigen. Naja, kann ich mir vorstellen. Eine Mutter, die... Ihr Sohn... Ein Sohn, der verurteilt wird. Das ist schon traurig. Besonders ohne Grund. Ey, wir wurden freigesprochen. Ich betone es. Naja, komm mal hin hier. Hi. Jenny, man sieht dich ja kaum. Man sieht dich ja kaum die Tage. Ich war sozusagen beschäftigt. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen, Liebes. Vorbeigehen, Liebe. Und grüß deine Eltern. Ja, sie ist eine Freundin der Familie. In diesem Punkt werde ich jetzt Jani aber wirklich gesagt erstmal weggeben. Grund, ich brauche Benny. Benny ist in diesem Moment echt besser. Denn Benny müssen wir jetzt auch mal trainieren. Er kann nämlich später ganz böse Angriffe. So, hoch hier. Tauch mal hoch und wir wollen jetzt zu Lenas Platz. Von dort aus wollen wir dann da wieder runter. Und dann landen wir erstmal wieder. Am Ende der Zeit, also da, so, dann müssen wir mal gucken, zu den mystischen Bergen, nein, da müssen wir noch mal hin, Protokuppel, nein, Medina, nein, aber wir wollen zur Friedensschlucht, und da wollen wir genau hin. So. Yay, müssen wir weiter. So, jetzt kommen hier keine Gegner, das ist schon ganz gut. Die kommen halt bloß einmal und dann reicht. Oh, wenn ihr mich fragt. Aber wir können gegen sowas immer mal Tech-Punkte gebrauchen. Ach Kacke, was mir gerade einfällt, man braucht ja nie doch. Aber ich will sie wirklich jetzt nicht so benutzen, wie ich es mir gerne hätte. Und zwar braucht man Feuer von ihr und das ist nicht gut gerade. Aber da Lily gerade sowieso wichtiger ist, nach meiner Meinung, wird es ein bisschen wichtiger, Lily zu trainieren. Denn wie gesagt, ich brauche gerade eine Technik und dann ist erstmal vorbei mit Wechsel. Und dann mache ich nur noch Schaden mit Chrono und Roro und dann kann mir keiner mehr was. Ich mache nur aufs Maul. Man muss aber erstmal wissen, wie das alles geht. Ja, wir brauchen auch über 196. Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Haben hier nicht noch wie Gegner? Hey, da ist noch einer, da ist noch einer. Und da sind noch zwei. Zack, bam! 202! Und weggeschossen. Liegt aber nur hier dran, dass man hier auch relativ schnell ist. Man ist schneller als der Gegner, ja. Jo, hoch zum Schloss, ich wüsste nie was.
Da wir ein Ritter sind, der beim letzten Mal die... ist das eine Lena? Ist die Lena? Ich glaube ja. Was ist das? Halt! Ja, und das! Oh, ihr seid es wieder. Ja, wir sind es wieder. Wo ist der König? Ja, Ravi, der Herr der Legende ist endlich erschienen. Er ist gerade angekommen und spricht. Mit dem König. Ja, wo ist denn der König? Kann man jetzt mal sagen, wo der König ist? Ne? Da war noch was. Das kann man mitnehmen. 100 gehen, ja, ist okay. So, jetzt nichts. Ah, da ist auch noch eine Stelle, die wir uns mal dringend nachher angucken werden. Wo ist der? Hm. So, jetzt muss der Junge gesammelt haben. Wer ist Cyrus? Nun wird auch König wieder dahin. Oh, Ruff, ich habe meinen König im Stich gelassen. Ja, hier, na, wir nicht wissen, was Cyrus steckt, ist der Junge mit dem Heldenamulett unsere einzige Hoffnung. Er sucht auf dem südlichen Kontinent nach dem Schwert, das Magus besiegen kann. Es gibt ein Schwert, das Magus besiegen kann? Das werden wir uns mal genau angucken. Ah ja, ich mag die Musik in dem Schloss. Die ist schon mal schön, die ist halt königlich, die ist toll! Dann gehen wir mal dahin. Zum südlichen Punkt. Dafür ist der Part auch gleich wieder beendet. Ich habe ja auch keine Lust zu, dass der Part beendet ist. Hm. So. Und, oh, die Brücke ist tatsächlich repariert. Wieso komme ich nicht weiter, oder? Der goldene sieht toll aus. Eure Nahrungsvorräte sind verbraucht. Ist bereits auch schon mal das Schloss Gorle eingetroffen? Hm. Dann wollen wir wieder zurück. Denn ich weiß ja, wo die Küche ist. Wie Sheldon sagen würde. Bringer. Ja, wir rennen jetzt gerade zweimal hin und her. Aber das ist egal. Das ist jetzt egal. Das ist egal. Wie Oli Kahn sagen würde, egal. nein, wir waren mal falsch. Ja, ich darf mich auch verlaufen. Problem, man hat hier keine Minimap. Auf dem WS hat man eine. Da wissen wir immer ungefähr, wo man hin muss. Ey, das hat mich mal so angekotzt. Oh, wollte man der S noch starten mit dem Spiel? Vielmal. Pop! Spielstand gelöscht. Was? Was, mein Bruder? Jetzt kommt der Film in den Jungen, wenn sie die einzige Idee für sie nun kämpft. Hier! Bitte, 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 bitte. Nee, das war falsch. Sag mir, was ist das? Was bist du schon? Okay, Schalt. Arschloch. Hm. Wir müssen uns das einfallen lassen, wo wir jetzt diese Nahrungsvorräte kriegen. Hä? Hm? Hm? Einmal Rauchfläche halten. Und das ist für ich nehme das. Die Kraftpille. Hey! Du siehst diesen Mittel wirklich gesund zurück. Gute Bruder liebe. Muss ich dazu sagen, das war jetzt sehr nette Bruder lieber. Bruder, lieber vom Allerfeinsten, wie bei Mario und Luigi. Nein, ja, Baum. Bäume. Viele Bäume. Baum Nummer 1, noch ein Baum, noch ein Baum, noch ein Baum. Und ein Teich. Wow. Naja, ich werde diesen Part jetzt hier beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Chrono Trigger, wo wir dann auf der Xenon-Brücke dann mal nach hinten nachgehen, um da was zu holen, um dann da ganz unten anzukommen. Wir sehen uns in der nächsten Part von Chrono Trigger. Bis dahin. Ciao.